und herzlich willkommen zu PowerNTech und zu einem neuen Mini-Workout zum Mitmachen. Dieses Workout ist nur 5 Minuten lang und wir konzentrieren uns auf deine Oberkörpermuskeln. Alles, was du dafür benötigst, ist bequeme Sportkleidung, eine Fitnessmatte, eine Decke oder ein Handtuch als Unterlage und ein bisschen Motivation, 5 Minuten mit mir Gas zu geben. Wenn du Lust hast, meine super effektiven, spaßbringenden Workouts mit mir mitzumachen, und zwar von der ersten bis zur letzten Sekunde, alle Workouts sind nur 10 bis 20 Minuten lang und bringen richtig tolle Erfolge, dann melde dich doch einfach zu meinem Bikini-Figur-Coaching an. Du kannst das 2 Wochen lang völlig unverbindlich testen und ich bin mir ganz sicher, dass es dir Spaß macht und dass du ganz schnell Erfolge spüren und sehen wirst. Jetzt aber zu unserem Mini-Workout. Schnapp dir deine Matte und es geht gleich los. Wir trainieren bei diesem kurzen Workout wieder mit dem Intervalltimer. Wir haben 50 Sekunden Belastung pro Übung und dann 10 Sekunden Zeit, um zur nächsten Übung zu wechseln. Es sind 5 verschiedene Übungen, mach sie einfach mit mir mit. Und wenn es gar nicht mehr geht, darfst du kurz Pause machen. Du solltest aber versuchen, die 5 Minuten wirklich Gas zu geben und durchzuhalten. Also, los geht es in genau 10 Sekunden und wir starten mit der ersten Übung. Die erste Übung sind die Sumo-Liegestütze. Komm in die Liegestützposition und los geht's. Eine Liegestütze und dann ziehst du eine Hand weg. Eine Liegestütze, wiederhol dasselbe auf der anderen Seite. Wenn du die Liegestütze nicht auf den Füßen kannst, ist es kein Problem. Komm auf die Knie runter und mach dasselbe auf den Knien. Wichtig ist nur, dass du versuchst, möglichst nah mit der Brust zu deinen Händen runterzukommen. Rücken ist gerade, Bauch ist fest und atme nicht vergessen. Einatmen tief. Und ausatmen, hochdrücken. Einatmen tief und ausatmen, hoch. Und so viele Wiederholungen, wie du schaffst. 10 Sekunden noch. Sehr gut. 10 Sekunden Pause, kurz ausschütteln. Und als nächstes machen wir den Supergirl, das Supergirl. Liegestützposition. Heb einen Arm und ein Bein an und setz es wieder ab. Immer die entgegengesetzte Seite. Kurz halten und wieder absetzen. Halten und absetzen. Versuch dein Gleichgewicht zu halten. Schau nach unten auf einen Punkt. Bei dieser Übung kommt es nicht so sehr auf die Geschwindigkeit an. Langsame, kontrollierte Wiederholung. Ist auch normal, dass eine Seite besser geht als die andere. Durchhalten. Und die letzten Sekunden. Gleich geschafft. Sehr gut. Dreh dich zur dritten Übung auf deinen Hintern. Füße aufstellen, Hände direkt unter den Schultern. Hintern hoch. Und jetzt versuchen, immer mit der entgegengesetzten Hand an die Ferse zu kommen. Achte darauf, dass du nicht so absackst, sondern schön oben bleibst. Drück die Schultern nach unten, streck die Brust raus, schau nach vorne. 25 Sekunden noch, hoch mit der Hüfte, Schultern tief, Gleichgewicht versuchen zu halten. Und atmen nicht vergessen, ganz wichtig. 12 Sekunden noch. Das ist schon die dritte Übung. Das heißt, danach haben wir nur noch 2 Stück. Okay, sehr gut. Noch einmal umdrehen. Nächste Übung. Komm in die Liegestützposition. Rücken ist gerade. Und jetzt steigst du mit dem äußeren Fuß nach vorne und kickst mit dem anderen durch und versuchst, deine Zehen zu berühren. Dann dasselbe auf der anderen Seite. Vor und Kick. Zurück in die Liegestützposition. Schritt, Kick. Liegestützposition. Schritt, Kick. Halt deinen Bauch dabei die ganze Zeit fester angespannt. Kick, stütz dich auf eine Hand ab. Komm zurück. Andere Seite. Also immer das äußere Bein geht nach vorne und mit dem anderen kickst du durch.
gleich geschafft. 3 Sekunden. Sehr gut. Okay. Eine allerletzte Übung noch. Ich hoffe, du bist bereit. Wir machen Ups and Downs mit Plank Check. Komm in die Liegestützposition. Einen Plank Check. Komm nach unten. Plank Check. Drück dich wieder hoch. Füße springen. Komm nach unten. Füße springen. Langsam wird es anstrengend. Ich hoffe, du merkst es auch. Tief. Check. Hoch. Check. Eine super Übung für deinen gesamten Körper. 25 Sekunden noch. Halte durch, das sind die letzten Sekunden. Letzte Übung. Immer abwechselnd. Einmal links hochdrücken und links wieder runter. Und dann rechts hochdrücken und rechts wieder runter. 5 Sekunden. Durchhalten. Eine Wiederholung schaffst du noch. Und es piepst. Sehr gut. Das bedeutet, wir haben es geschafft. Ich hoffe, dieses Workout hat dir Spaß gemacht und du bist genauso wie ich ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Es sind nur 5 Minuten. Du solltest wirklich versuchen, in den 5 Minuten Vollgas zu geben. Mach das mehrmals die Woche. Kombiniere es vielleicht noch mit anderen Übungen, mit anderen Workouts und du wirst ganz schnell Erfolge spüren und vor allem auch sehen können. Denk daran, wenn du Lust hast, teste mein Bikini-Figur-Coaching. 14 Tage, völlig unverbindlich. Es gibt derzeit eine Warteliste, das liegt einfach daran, dass ich wirklich allen meinen Teilnehmern persönlich helfen möchte. Das heißt, ich stehe persönlich mit per E-Mail zur Verfügung für alle Fragen. Deshalb muss ich die Teilnehmerzahl leider ein bisschen begrenzen, weil ich sonst den ganzen Tag nichts anderes mehr mache, als E-Mails zu beantworten. Deshalb bitte trag dich einfach in die Warteliste ein. Den Link dazu findest du in diesem Video oder unter diesem Video. Und es werden immer wieder Plätze frei, relativ schnell, sodass du es auch testen kannst. Und ich würde mich natürlich freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Video. Ciao.